Ganz herzlich willkommen zum ersten Guru Q&A. Dankeschön, danke, danke, danke für eure vielen Fragen. Ich habe euch darum gebeten, mir Fragen zu stellen und ihr habt es ganz fleißig auf YouTube und Instagram Fragen gestellt und deshalb haben wir jetzt genug, um einfach drauf loszulegen und das erste Guru Q&A ab jetzt. Zuerst einmal die Fragen von YouTube. Julia hat gefragt, welcher Ort in der Welt gefällt dir am besten oder welcher Ort ist dir ganz besonders in Erinnerung geblieben? Das ist eine schwierige Frage, weil es wirklich wahnsinnig viele Orte sind. Wirklich in Erinnerung geblieben ist mir das kleine Dorf Momela in Tansania. Ansonsten Island, Neuseeland, Hawaii, es sind viel zu viele Orte. Gott sei Dank ist unsere Welt so groß und so wunderschön, dass mir auch die Orte wahrscheinlich niemals ausgehen werden. Danke für deine Frage. So, John fragt, wieso bist du im Urlaubsguru-Auftrag bisher nicht nach Asien oder Südamerika gereist? Bis jetzt war einfach noch nicht genug Zeit dafür. Aber, was nicht war, kann ja noch kommen. Würde mich sehr freuen über Asien und Südamerika. Warst du auf den ferneren Reisen alles außer Österreich immer alleine? Und gibt es Momente, wo man sich einsam fühlt? Ich war nicht immer alleine, also ich habe oft unterwegs entweder irgendwelche Leute kennengelernt, mit denen ich dann unterwegs war. Oder ich habe schon Leute gekannt. Ansonsten war ich doch eher meistens allein unterwegs. Und ja, es gibt auf jeden Fall Momente, wo man sich einsam fühlt, aber man kommt irgendwie in einen Flow hinein, wo das dann ganz gut passt eigentlich, auch allein unterwegs zu sein. Wie geht deine Partnerin bzw. deine sonstigen Freunde und Familie damit um, dass du so viel weg bist? Freundin habe ich keine, deshalb ist es ihr relativ egal, würde ich sagen. Und Freunde und Familie unterstützen mich zu 100%, sind immer eifersüchtig, wenn ich unterwegs bin, freuen sich aber, glaube ich, sogar ein bisschen, wenn ich mal zu Hause bin. Gibt es Länder, in die du aus Prinzip nicht reisen würdest, beziehungsweise in denen du warst, dich dabei aber schlecht gefühlt hast? Ja, es gibt Länder, in die ich nicht reisen würde. Und das sind einfach Länder, in denen die politische Situation so ist, dass, keine Ahnung, die Menschenrechte mit Füßen getreten werden und sowas unterstütze ich einfach nicht. Nordkorea, Türkei im Moment, USA nur mit Bauchweh. Es gibt leider einige Länder, in denen es nicht so gut läuft. Und dort möchte ich aus Prinzip einfach nicht hin und vor allem kein Geld liegen lassen. Sammelst du eigentlich eh die Meilen, die du auf deinen ganzen Flügen ja zahlreich sammeln musst? Ganz ehrlich, bis jetzt überhaupt nicht. Ich bin da ganz schlecht. Aber das ist mein Vorsatz. Ab jetzt sammle ich jede einzelne Meile, weil es einfach wirklich viele sind. So, Miss Autumn, gibt es andere YouTube-Reisevlogger, die dich inspirieren? Wenn ja, welche? Ich schaue ehrlich gesagt nicht so viel YouTube. Mein großes Vorbild ist Chris Burkhardt. Der ist kein YouTube-Mensch oder irgend sowas, der ist einfach ein Fotograf und der ist eine absolute Legende. Und ja, also Inspiration von dem Typen mal ganz, ganz, ganz viel. Bleibst du bis auf Weiteres bei Urlaubsguru, sieht man von dir für länger Videos. Das fände ich toll. Yep, ich bleib voraussichtlich noch länger bei Urlaubsguru und es wird weiterhin jede Woche ein neues Video geben. Und ich finde das mindestens genauso toll wie du. Mindestens. Danke für die Frage. Foxyfool. Wie findest du es, alleine auf Reisen zu sein? Lernst du dann eh immer Leute kennen oder wünschst dir manchmal, du hättest doch jemanden mitgenommen? Vor 4 Monaten hätte ich wahrscheinlich noch gesagt, alleine reisen ist das Beste überhaupt und ich kann es mir gar nicht vorstellen, mit wem anderen unterwegs zu sein. Heute sehe ich es ein bisschen anders. Ich tendiere im Moment schon ein bisschen dazu, lieber mit wem anderen unterwegs zu sein. Es kommt natürlich auch komplett auf die Reise drauf an. Also es gibt Reisen und Momente, wo ich wirklich, wirklich gerne allein bin. Man ist irgendwie ein anderer Mensch, wenn man alleine reist. Aber ganz oft denke ich mir einfach, dass ich die Momente viel lieber jetzt mit dem anderen teilen würde, als da jetzt alleine zu sitzen. Es hat beides seine Vor- und Nachteile. So wirklich ganz, ganz alleine ist man ja eh fast nie. Glaubst du, du hast irgendwann genug vom Reisen oder hältst du das für nicht möglich? In dem Tempo, in dem ich gerade unterwegs bin beim Reisen, brauche ich auf jeden Fall irgendwann eine Pause. Ich habe auch im Sommer meine kurze Pause da sehr genossen, ehrlich gesagt, weil das einfach extrem intensiv ist. Und nachdem ich so schnell unterwegs bin, zerrt das schon ein bisschen.
Insgesamt glaube ich, dass ich mein ganzes Leben lang immer wieder irgendwo hinreisen muss. Einfach, es macht süchtig und es ist einfach die geilste Beschäftigung der Welt. Nur bei dem Tempo, in dem ich es gerade im Moment mache, das sind Pausen schon wichtig, glaube ich, dass man nicht den Kopf komplett verliert und wahnsinnig wird. Dankeschön, Foxyful. So, eine Frage von Miriam. Was mich schon die ganze Zeit interessiert, ist dein Equipment. Was benutzt du alles? Wie packst du alles ein? Und was nimmst du mit, wenn du nur kleine Ausflüge machst? Womit schneidest du etc.? Freue mich auf ein Video. Also, equipmentmäßig. Ich filme das Ganze mit einer Panasonic Lumix G81. Außerdem, meine Backup-Kamera ist eine Canon G7X2, glaube ich. Praktisches Ding, einfach schön klein. Ich verwende relativ viele GoPro-Sachen für Action-Shots. Mein Handy kommt auch oft zum Einsatz beim Filmen, weil es einfach praktisch ist. Drohne verwende ich eine DJI Mavic Pro. Super zum Reisen, weil es einfach nichts wiegt und extrem klein ist. So, was noch? Zum Schneiden verwende ich Adobe Premiere Pro und dieses MacBook hier, equipmentmäßig. Ich versuche das Equipment so simpel wie möglich zu halten, weil es erstens einmal anstrengend ist, mit viel Equipment zu reisen und zweitens, Equipment nervt ein bisschen, finde ich. Wie packst du alles ein? Entweder verwende ich einen Koffer, so wie jetzt gerade, aber sonst eigentlich lieber so einen großen 80 Liter Rucksack und dann halt Handgepäck verwende ich immer diesen hier, Chrome Rucksack. Habe ich auch sehr gern und den verwende ich auch für so kleinere Ausflüge eben. Passt alles gut rein und der ist extrem robust, hat schon die halbe Welt gesehen, der gute. Verena, wie hat dein Leben vor dem Praktikum ausgesehen? Mein Leben hat eigentlich ziemlich ähnlich ausgesehen wie jetzt, nur dass ich vor dem Praktikum noch ein bisschen mehr studiert habe und ein bisschen weniger unterwegs war und jetzt bin ich viel mehr unterwegs und studiere weniger. Aber sonst ist es relativ ähnlich. Also bin immer noch in einer WG im 15. Bezirk in Wien, gehe manchmal auf die Uni und bin viel unterwegs. Davor war es eigentlich genauso, nur dass es noch nicht mein Job war. Ha, geil eigentlich. Was für ein Job. Matthias, könntest du dir vorstellen, irgendwo anders auf der Welt zu wohnen? Wenn ja, an welchem Ort, in welchem Land? Also ich habe schon eben 6 Monate in Tansania gelebt, gewohnt. Das könnte ich mir wieder vorstellen, nicht für immer, aber schon für eine Zeit. Dann war ich 6 Monate in New York auf der High School, war auch eine coole Zeit. Und dann noch einmal 4 Monate an der Westküste in den USA. Also, ich kann mir eigentlich überall ganz gut vorstellen. Großstädte, Melbourne, ansonsten, wenn ich viel Geld hätte, auf der North Shore in Hawaii oder in Wanaka in Neuseeland. Ja. Limon, welche Reaktionen hast du in anderen Ländern bekommen, wenn du im Gespräch mit Menschen erwähnt hast, dass du aus Österreich kommst? Kennt man unser Land überhaupt? Eigentlich kennt man Österreich schon. Vor allem Wien kennen die Leute wirklich gut, überall fast. Die Amerikaner kennen Österreich eigentlich nur von Sound of Music und von ganz schlimmen Politikern. Die Reaktionen sind meistens eigentlich relativ positiv. Oder neutral. Den Leuten ist Österreich ziemlich wurscht, würde ich sagen. Wobei ich schon auch negative Reaktionen bekommen habe. Wir können eh nur unser Bestes tun, nach außen hin in die Welt ein cooles Bild von Österreich abzugeben. Was war dein speziellster Moment in Kontakt mit jemandem aus dem zu der Zeit bereisten Land? Puh, egal was ich jetzt sage, es gibt sicher irgendeinen Moment, der cooler war, der mir jetzt gerade nicht einfällt. Es sind immer so kleine Sachen, so kleine Details, die eigentlich nach nichts ausschauen, aber dann einen großen Unterschied machen. Und so auf die Schnelle fällt mir ehrlich gesagt wirklich nichts ein. Limon fragt außerdem, brauchst du für deine weiteren Trips einen Personal Assistant? Ich kann auch kochen. So, Julia, würdest du empfehlen, die Flüge vor der Reise zu buchen oder spontan von Ort zu Ort? So, das kommt ganz drauf an, wie viel Zeit du hast. Wenn du, sagen wir mal, länger als 3 Monate unterwegs sein wirst, dann würde ich die Flüge relativ spontan buchen, weil du da halt viel flexibler bist. Und ich kann dir garantieren, wenn du unterwegs bist, wirst du an Orte kommen, wo du denkst, wow, da will ich länger bleiben. Ich möchte unbedingt noch dort und dorthin. Und wenn du da schon fixe Flüge hast, dann blockiert dich das ein bisschen. Also
Je länger du Zeit hast, desto spontaner und flexibler kannst du buchen. Wenn du eher einen engeren Zeitplan hast, dann würde ich schon vorher buchen, weil du dir dann darüber einfach keine Gedanken mehr machen musst. Claudia fragt, wie viele Länder hast du in welchem Zeitraum bereist und wie viel Geld hast du insgesamt gebraucht? Es müssten circa 25 Länder jetzt gewesen sein, seit Jänner. In 10 Monaten 25 Länder. Boah, das ist schon viel, das ist eigentlich wahnsinnig. Und wie viel Geld hast du insgesamt gebraucht? Das ist schwierig zu sagen, weil ich hier das Glück habe, das Ganze als Job zu machen und das bezahlt bekomme von Urlaubsguru. Wir haben natürlich immer versucht, so ganz klassisch nach Urlaubsguru-Prinzip einfach Schnäppchen rauszusuchen. Und deshalb kann ich da auch nur ganz schwierig sagen, wie viel ich da jetzt insgesamt ausgegeben habe. Was ich aber sagen kann, ist, dass man auch mit sehr, sehr wenig Budget eine Weltreise machen kann und ganz viele Länder sehen kann. Ah ja, das wäre auch deine nächste Frage. Kann man sich eine Weltreise auch mit sehr, sehr, sehr kleinem Budget leisten? Ja, kann man auf jeden Fall. Es ist nur so, dass man dafür wahrscheinlich relativ viel Zeit braucht. Also eine Weltreise in einem Monat schafft man nicht mit wenig Budget. Da braucht man einfach Kohle. Aber wenn man sich Zeit lassen kann, vielleicht zwischendurch mal einen Job annehmen, Couchsurfing, Woofing, was da nicht alles gibt für Plattformen, wo man wirklich günstig reisen kann. Wenn man sich da wirklich Zeit nehmen kann, da kannst du mit wahnsinnig wenig Geld richtig weit kommen. Geld ist jetzt nicht so der übermäßige Faktor, würde ich sagen, bei einer Weltreise, sondern eher Zeit spielt da eine wichtigere Rolle. Franziska, was benötigt man wirklich zum Reisen? Gewand etc.? Also da gibt es jetzt keine Zauberformel. Ich versuche immer relativ wenig zu packen, schaff's aber nie und das ist auch vollkommen okay so. Ich glaube, man muss sich einfach mit den Sachen, die man mitnimmt, extrem wohlfühlen und dann ist es vollkommen egal, ob man jetzt 2-3 Kilo mehr mitnimmt oder weniger. Wenn ich jetzt irgendwo bin und nur Sachen habe, die ich nicht anziehen möchte, dann bringt das ja auch nichts. Worauf ich zum Beispiel nie verzichten werde, ist einfach mein Kamerazeug. Es wiegt relativ viel und ist auch ziemlich klumpig teilweise, aber das brauche ich einfach. Und das nehme ich in Kauf, dass das schwer ist, weil ich es einfach brauche. Erstens mal für meinen Job und zweitens für meinen Seelenfrieden. Außerdem habe ich immer meine Boxen mit, weil ich musiksüchtig bin und vor allem, wenn ich allein unterwegs bin, brauche ich einfach meine Musik. Und ich habe immer ein Buch mit, egal wo ich bin. Es gibt ja nichts Schöneres, als in einem fremden Land zu sitzen, einen Kaffee zu trinken und ein Buch zu lesen. Gibt nichts Besseres für die Seele. Ansonsten spielt Packen nicht so die Rolle, wie es viele vielleicht glauben. Was machst du, wenn du länger unterwegs bist mit deiner Wäsche? Wenn es einen günstigen Waschsalon gibt, dann gebe ich es im Waschsalon. Ansonsten wasche ich im Waschbecken mit Rei in der Tube. Funktioniert gut. Zahlst du mit Kreditkarte? Ja, ich zahle ziemlich viel mit Kreditkarte, aber ich hebe immer auch ein bisschen lokales Geld ab, weil das einfach das Leben viel, viel einfacher macht. Es gibt immer Situationen, wo du Bargeld brauchst, deshalb würde ich einfach eine gute Mischung machen zwischen Kreditkarte und Bargeld. Wie lange vorher sollte man den Flug buchen oder an welchem Wochentag? Ganz unterschiedlich, du kriegst manchmal super günstige Flüge ein Jahr im Voraus, manchmal 2 Tage vorher. Einfach die Augen offen halten und dann findet man immer, immer, immer wirklich günstige Flüge. Urlaubsguru.at übrigens. Was machst du gegen deinen Jetlag? Man sieht es an meinen Augenringen, glaube ich. Ich habe kein Mittel. Ich trinke viel Kaffee und dann schlafe ich an ganz komischen Orten zu wirklich komischen Tageszeiten einfach ein. Jetlag ist mein größter Feind. Wenn ihr irgendwelche Heilmittel habt, bitte lasst es mich wissen da unten in den Kommentaren. Das würde mich nämlich wirklich freuen und das würde mir wahnsinnig weiterhelfen. Ich hasse Jetlag. Okay, ich hoffe, ich habe jetzt alle Fragen halbwegs beantwortet. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt dem Video ein Like und unserem Kanal ein Abo, weil es ja jeden Montag neue Videos gibt und ihr dann immer auf dem Laufenden bleibt. Und vielleicht können wir dann irgendwann wieder mal ein Guru Q&A machen zu einem bestimmten Thema, zum Beispiel Packen oder Roadtrips oder Equipment, ein bisschen näher aufs Equipment eingehen. Wenn es euch gefallen hat, einfach in die Kommentare schreiben und auch vielleicht die Themen, die euch ein bisschen mehr interessieren würden. Nochmal vielen, vielen, vielen Dank für eure Fragen. Es war richtig cool, mir hat Spaß gemacht und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Danke, Bussi, Baba.